Dass Lokomotiven für das eigene Land einer Bahnverwaltung keine Zulassung haben, dürfte eher selten der Fall sein. Und doch gibt es das, nämlich mit der dieselhydraulischen Lok AM 840 der SBB. Vom Verkehrstechnologiekonzern Foslo im westfälischen Werdohl als Mark 2000 DB als stärkste Maschine ihrer Art gebaut, setzt SBB Cargo Italia die AM 840 in Norditalien ein. Eine dieser Maschinen ist Vorbild der hier präsentierten Märklin-Lok. Das Modell gibt die wuchtige Erscheinung des Vorbildes sehr gut wieder. Bekräftigt wird der Eindruck durch das Gewicht von 503 Gramm, was, unterstützt durch vier Haftreifen auf den Rädern der jeweils mittleren Achsen, der Lok zu außergewöhnlich guten Traktionseigenschaften verhilft. Aber davon später. Das Modell ist reich detailliert, das Auge findet viele Fixpunkte zum Verweilen. Die Dachoptik wird beherrscht von zwei großen, unbeweglichen Ventilatoren unter fein ziselierten Gittern. Auch weitere Applikationen wie die Nachbildungen von vergitterten Abgasöffnungen und Hörnern gliedern das Dach. Die Scheibenwischer-Nachbildungen stehen frei, ebenso die Griffstangen unter den beiden glatten Fensterflächen sowie an den beiden Seiten der Stirnfronten. Die beiden Führerstände sind eingerichtet, und der Beleuchtung kann eingeschaltet werden. Sie erhält dann allerdings gleichzeitig das Spitzenlicht. An beiden Lokseiten zieht sich ein durch ein filigranes Geländer gesicherter Steg entlang,
der durch Türnachbildungen in den beiden Führerständen betreten werden kann. Diese Türen bilden den einzigen Zugang zu den Führerständen. Die Tritte zum Durchlass im Gelände sind in ihrem unteren Teil am Drehgestell befestigt, wodurch sie in Gleisbögen aus der Flucht geraten. Reich detailliert und durch große Tiefe sehr plastisch sind die Drehgestellblenden. Märklin hat es fertiggebracht, auch sie zu bedrucken. Die Druckqualität ist perfekt, Buchstaben und Ziffern sind lupenrein wiedergegeben. Allerdings schwächelt die rotblaue Farbtrennkante auf beiden Seiten des Lochkastens, sie ist ziemlich verwaschen. Der Decoder treibt beim Anfahren die Lok mit einem Ruck aus dem Stillstand, verlangsamt aber gleich drauf die Fahrt. Bei der Beschleunigung lässt das Modell geringe Ruck erkennen, eine eingestellte Geschwindigkeit hält der Decoder exakt ein. Bei abgestelltem Sound lässt das Fahrwerk ein geringes Sirren hören. Die Zahl der Sound- und Betriebsfunktionen ist mit 16 reichhaltig und reizt die Schaltfunktionen der Mobile Station 2 komplett aus. Das Motorgeräusch ist schrill und gemahnt eher an eine Turbine denn an einen Großdiesel. Die Schwungmassen lassen die Lok aus Höchstgeschwindigkeit rund 16 cm weit rollen, aus mittlerem Tempo sind es magere rund 2,5 cm. Bei der Feststellung der Traktionseigenschaften erwies sich die Lok als besonders antriebsstark. Beim Einfahren zeigte sie stets das gleiche Bild wie weiter vorn. Beschleunigung mit einem Ruck und dann etwas langsamer. Zunehmendes Gewicht im Gewichtebecher unserer Rollenwaage quittierte sie mit zunehmend lauterem Gebrumm in der Anfahrphase. Dabei hafteten alle Räder an der Schiene ohne durchzudrehen. Das ging schrittweise bis 300 Gramm. Das schleuderte die Lok zwar immer noch nicht, aber sie stellte das vordere Drehgestell quer und verursachte einen Kurzschluss. Märklin ordnet die Lok in die Epoche 6 ein, das ist die Zeit der modernen Bahn, die 2006 begann.